Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir befinden uns auf der Insel Undvik und sollen jetzt hier Nachforschungen anstellen, um Hjalmar zu finden. Die Frage ist nur, laufe ich hier richtig, weil mein Navi sagt mir, ich laufe hier falsch. Wen soll ich jetzt trauen, mir oder mein Navi? Ja, mein Navi. Ich kenne mich doch. Oh nein, da hinten sind doch schon die ganzen Sirenen. Auf die habe ich gerade absolut keine Lust. Okay, hier gibt es Häuser. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Okay, eine leere Flasche brauche ich nicht. Das nehme ich mal mit. Eine Angel! Okay, kann man in dem Spiel angeln? Vielleicht beißt der einen Carpador an, wer weiß. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Schnellreisepunkt, das ist doch schon mal das Wichtigste. Das heißt, wir müssen nicht wieder zurückpaddeln. Kann ich mein Pferd hier eigentlich rufen? Ich weiß es nicht. Ich würde aber auch ganz gerne die Insel mal ein bisschen beim Laufen erkunden. Weil ich denke nicht, dass wir hier oft sein werden. Entschuldigung. Ah, deswegen konnte ich nicht da unten lang. Und Schlangenlinien drüber gelaufen, alles klar. Ich wäre beinahe verreckt. Gut. Alles klar. Das ist ein weiter, weiter Weg. Man ja sagen. Oh. Das ist ja wirklich ein Riese. Und er füttert auch noch die Sirenen. Alles klar, jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Oh, hallo Sirenen. Sirenen sehen mich nach aus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Nach jetzt komm doch her, du Dreckiger. Meine Jungs auf der Streif. Nach meinem Wohnen liegt kein Glück zu sein. Mit diesen Kräften mein Atem ist raus. Mit euch. Der Wind treibt Stück aus. Die letzte Kraft mir entlockt. So, einer ist schon mal down. Zeit, höchste Zeit. Kurs auf zu Haus. Auf meine kleine Hütte. Dort kenne ich mich aus. Okay. Fucking Sirenen, ey. Okay. Komm, los her. Das war eure letzte Mahlzeit, ey. Scheiße. Na komm. Treff sie jetzt doch. Geralt, du stehst direkt da. Geralt, du stehst quasi daneben. Dankeschön. So, und die letzte. Nice. Okay, jetzt müssen wir irgendwie hier reinkommen. Die Frage ist nur wie. So,
wahrscheinlich nicht so easy. Gibt's hier überhaupt richtige Eingänge? Jetzt ist die Mission auf einmal weg. Jetzt ist die Mission wieder da. Kann ich hier hochklettern? Aha! Dort kenne ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Pfeif, meinen Jungs auf der Streif. Okto. Nach meinem... Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer. Noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Was bringt euch der Riese zu essen? Nicht viel Wild hier, aber der Riese hat dir was zum Essen gegeben. Wo hat er das her? Ich weiß es nicht und frag auch nicht. Es schmeckt mir und der Mannschaft. Da drüben auf dem Boden, an der Hand sind Bissspuren. Was? Wo? Wilma, Mann, du solltest aufräumen. Kannst kein Geheimnis behalten, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Wir hatten die Wahl, entweder das oder zu verhungern. Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Der ist ja komplett durch, der Typ. Warum hat der Riese dich denn verschont? Warum hat der Riese dich verschont? Ich, meine Leute und die Sirenen. Wir bauen ihm ein Langboot. Hab die Segel genäht. Bin ein paar Mal getürmt. Aber die Sirenen haben mich jedes Mal zurückgebracht. Wozu braucht er ein Boot? Wo will er denn hin? Versprichst du es nicht weiter zu sagen? Meine Männer traue ich bis ins Grab. Aber dir? Versprochen. Ich sag es niemandem. Na gut. Der Riese fährt damit los, um die Göttin der Ragnarok zu besiegen. Der letzten Schlacht vor dem Ende der Welt. Es ist bald fertig. Die Totenköpfe. Sind das deine Männer? Wer waren diese Männer? Meine Mannschaft. Haben geschworen, bei mir zu bleiben. Haben Wort gehalten. Der Große ist Wilmar. Der Rechts ist Wilfred. Und der Stotterer ist Wilhelm. Warum seid ihr, du und deine Leute, noch hier? Wir können hier nicht weg. Der Riese würde uns alle umbringen. Wie die anderen. Ich suche Hjalmar Ancret. Ich suche Hjalmar Ancret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilmar auch. Sicher, dass er es war? Wilmar hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Sagte er. Oh, der Junge Ancret war auch dabei. Wann war das? Weißt du noch, wann das war? Wann was war? Wann Hjalmar Ancret und seine Männer hier waren. Ach das? Nein, keine Ahnung. Aber frag doch Wilhelm. Der ist tot! Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Haben Sie, Wilma? Oh ja, wollten Ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Ich werde versuchen, später wiederzukommen. Ich versuche, wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Der Typ ist doch nicht mehr ganz dicht im Kopf. Oh Mann, ey. Alles klar. Wir gehen einfach mal weiter. So, hier war also das Lager. Hjalmars Lager. Sie wurden angegriffen. Hat viele Wunden. Muss lange gekämpft haben. Hat viele Wunden. Das ist ein Schwert, was muss lange gekämpft haben. Gebrochener Rücken, als ob er aus großer Höhe gestürzt wäre.
Hier sind Fußabdrücke. Sie wurden überrascht. Hier sind den Angriff aber abgekommen. Ich brauche mehr Hinweise. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Boah, ich habe so viele Missionen hier in dieser einen. Das ist Wahnsinn. Ja, wo sind sie hin? Oh. Ist direkt im Bau eines Neckers gelandet, hat ihn aber erledigt. Ganz schön zäh, die Skelliger. Ich finde jetzt aber... Ah, okay. Ein Pfeil für jeden. Gutes Auge. Ein Pfeil für jeden. Gutes Auge. Hat er auch gut gemacht. Die sind schon stark. Verlassenes Dorf. Hier werden die doch wohl sein, oder? Ah, was haben wir hier? Wurde schwer getroffen. Ah, weitere Fußabdrücke. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Ach, jetzt muss ich seinem Blut folgen. Alles klar. Oh. Der Bogenschütze hat ihn eingeholt. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Muss einer von Chalmers Männern sein. Trolle. Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Ich frag mich, ob er noch lebt. Boah, und jetzt auch noch Trolle. Der Bogenschütze war auch verwundet. Oh mein Gott, was passiert hier auf dieser Insel? Ich komme hier nicht durch. Da kann ich wahrscheinlich... nee, das wollte ich jetzt nicht. Aber jetzt habe ich irgendwas gegessen. Da wollte ich hin. Das bringt mir aber gar nichts, die kaputt zu machen. Hätte ja sein können. Muss aber wahrscheinlich hin. Hä? Ach, hier geht's auch noch rein. Ach so. Das ist ein Troll. Oh Gott, ich muss gegen den kämpfen. Der ist Level 19. Oh shit. Ich glaube, das wird nicht einfach, Leute. Ich glaube, das wird kein einfacher Kampf. Okay, ich habe jetzt was Phorengift ausgerüstet. Scheiße. Ja, dann lieber mal ein bisschen rohes Fleisch essen. Auch wenn es roh ist, besser als gar nichts. Oh Gott. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Ich meine, sein Angriffsmuster ist ziemlich einfach zu durchschauen. Das ist schon mal das Gute.